Einen herzlich wunderschönen willkommen. Guten Morgen, Mittag oder Abend und willkommen zurück zu Travis Strikes Back. So, wir hatten in der letzten Folge hatten wir hart Überlänge, da liegt unsere fette Katze. Achso, jetzt kannst du nicht mehr sprechen, oder was? Nur in einem 8-Bit-Text-Adventure-Game, Leute. Ihr habt es entweder gesehen oder ihr habt euch gedacht, nee, das ist uns zu viel. Die Leute, die es nicht durchgehalten haben, der pennt auf dem seid froh. Batman. Also, ich sag mal so, die Dinger sind nötig, damit wir neue Spiele für den Death Drive bekommen, falls ihr die letzte Folge weggeskippt habt. Jetzt, nachdem wir das wissen und nachdem ich denke, dass wir halt nein, nicht nochmal darauf. Nein, geh da weg. Nein. Geh da weg, Junge. Also, nachdem wir jetzt halt wissen, dass nach jedem Death Drive-Spiel so eine Passage mit so einem ewig langen Ding kommt, die werde ich dann demnächst alleine machen und für euch vorlesen. Ja, also... Holy balls, aber knips die Konsole an. Life is Destroyed ist, glaube ich, das neue. Kannst du genau, wir können hier das Electric Thunder Tiger. Das ist der Death Ball dazu? Das ist der Death Ball dazu. Und das hier ist Life is Destroyed. Jo, dann start mal. Well, let's kick some ass. Time to knock out a homer. Läuft. Jawohl, starten. Ja, wo? Oh. LSD-Trip-Warnung. Passt auf. Zu spät. Aber ja, jetzt haben wir zumindest mal so einen groben Leitfaden, weil vorher wurden wir ja einfach nur in das Spiel da reingesogen. Mhm. Und, Boah, Junge. Oh, die Ansage erinnert mich voll an den alten... Die! Oh. Die, die! Oh, fuck! Where what? Are you landing? What? The others abandoned. They're after Satan. Why aren't you dead? So, games. Let's play a game of death. Guilty. 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 Choose. Choose. So much old school. Okay. Life is destroyed. Das ist ein Zitat aus einem alten, also aus einem anderen No More Heroes. Okay. Die Stadt, in der die Spiele sich abgespielt haben, hieß auch Santa Destroy. Steht. Einzige Gesetz in der Stadt, keine Schusswaffen. Sonst mach, was du willst. Und nicht mal an das Gesetz haben sich alle gehalten. Oh, das ist das keine Schusswaffen gesetzt. Ja, ja. Terminator. Again. Alter, das hat der Ferrari-Körper. Und so... What? Oh Gott, das ist wahrscheinlich so ein... Ist das so ein Drehspiel? Wo du die Wege zusammenführen musst? Ich glaube nicht. Ja, sonst kommen wir nicht raus. Wir sind eingeschlossen. Gleiche Steuerung wie vorher. Das ist also sein Zuhause. Death. Travis, du bist wieder hier? Du lernst es nie, oder? Ich nehme an, dass du das weißt, aber ab hier ist das Areal gesperrt. Es ist abgeschottet und du kannst nicht weiter. Die Straße geht weiter und wenn die Straße weitergeht, dann werde ich das auch wohl auch mal. Es gibt einen Serienmörder, der sich in der Stadt versteckt, deswegen wurden alle Straßen gesperrt. Dann ändere einfach die Spielregeln. Ich werde den Serienmörder für dich los. Davor werden wir dich töten.
Na gut, versucht es halt. Der Stift ist mächtiger als das Schwert. Du kannst dein schickes, kleines Laserkatana hier nicht verwenden. Dein Schicksal ist schon lange besiegelt. Stirb. Destruction Assault Buster. Will? Na nie. Das funktioniert nicht. Nicht genug Punkte übrig. Oh. Du glücklicher Bastard. Naja, was soll's. Halt die Augen nach Doppelgänger offen. Er kennt keine Grenzen. Genauso wie das Ausmaß, in dem ich ihm seinen Arsch aufreißen werde. Okay. So, das Ding. Zunächst erkläre ich die Grundregeln. Ist die Juvenile wieder. Wenn du eine Spielkarte angreifst, dreht sich das Siedlungspanel um und ein Weg entsteht. Also, es halt, wird doch, wie du sagtest. Eventuell. Sobald sich der Weg zum Haus öffnet, gehst du einfach rein, um das Labyrinth-Level abzuschließen. Worauf wartest du noch? Los, los, los! Wenn du drin bist, dann musst du alle Gegner ausschalten. Töte sie alle! Gonna kill them all. Da. Also ähnlich wird das dann jetzt so... Ja, cool. Danke, du Sack. Du musst da nochmal rauf. Du musst das... Ja. Und so drehen wir das. Nur die kleinen Gammelsgegner. Bisher, ja, ich. Ja gut, aber diese Vogelperspektive willst du groß damit machen. Warte, gehen wir rechts zum Haus. Ach nee, ja, da müssen wir gleich rein, ne? Aha. Ah, sorry. Was treibst du denn da? Ja, Unsinn machen. Bin da nur gegengekommen. Au! Oh, du stirbst davon? Interessant. Das konnte keiner vorhersehen. Aha. No! Oh nein! Wo bist du? Ich werde wohl gleich. Ich werde wohl nachher respawnen. Der White Sheep, man. Alter, dieses Viech, ne? Oh, bin ich das jetzt? Nee. Ich hab nur einen Screenshot gemacht. Doppelgänger war sehr stolz auf seinen Beitrag zur Gesellschaft. Als seine Absichten mit der kalten Realität zusammentrafen, brach ihm das Herz. Und das war der Moment, als der erste Mord geschah. Er tötete seine Frau mit einem Korkenzieher. Daraufhin versuchte er vergeblich, seine Tochter zu töten. Oh Gott, der hat sich irgendwo... Ich irgendwo lang gehen soll, sag's Bescheid, ne? Ich warte halt jetzt erstmal darauf, dass ich respawne, aber ja, natürlich. Ich hab alles im Blick. Kenji Solo-Modus aktiviert. Kenji Batterie leer aktiviert. Da. Desto mehr du prügelst, desto mehr gehe ich auf meinen Respawn wieder zu. Da. Travis! Strikes back. So, okay. Ach, da fällt mir ein. Wir hatten noch zum Abschließen des letzten Spiels noch einen Chip für dich bekommen. Will ich gleich, wenn der... Das ist der Buster. Cool. Menü. Level Up and Skills. Geh du mal drauf. Ja, jetzt kannst du erstmal Level Up machen. Und ein Skillset, genau. Wir haben den Wingchip. Schießt eine wilde geradlinige Elektrikwürfe. Ein Bereich um die angreifenden Charaktere, okay. Warte, den entfernen, den setze ich mir auf unten. Da. Okay. Alright. Warte, bevor du jetzt was tust, Du musst deinen Chip erstmal aufladen. Ja. Gut, dann gehen wir erstmal. Oh, hier ist das Blut. Weiß nicht. Money. Ja, es gab hier unten rechts noch irgendwo so einen Weg. Hier. Da wollten wir es nicht reinlassen. Ja. Hier oben, guck mal. Das zieht sich jetzt Stück für Stück auf. Ja, okay. Da müssen wir richtig. Okay, alright. Danke, Bastard. Ich hab dich gegen den Gegner geschossen, oder? Ich habe extra darauf gewartet, dass du nicht betroffen bist und du tust mir das an. Du wirst zum Glück von meinem nicht gestunt, sondern die Gegner kriegen ja sogar noch mehr Schaden, wenn ich dich da reinschmeiße. Sandbug. Warte kurz, ich probiere meinen Skill aus.
Mhm. Okay. Wow! Der haut rein. Banana! Komm, Banana. Banana! Banana, check das Blitz. Der hat getroffen. Ja. Voll auf den Sandbach hingehauen. Ja, da habe ich gerade dran gestanden. Um dem auch erstmal gut eins reinzuhauen. Ja. Der Müllerrüde. Ping, 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 ping. Irgendwann ist auch der größte Bastardton. Da werden dann genug Pings. Mhm. Ein Scheißhaus. Das Klo ist offen. Erstmal beide nach dem Kampf. Schüttel den Schläger. Schüttel den Schläger, saufen Bier. Wo müssen wir lang? Hier rechts, links, wo ist das Klo? Ne, hier war gar kein... Ja, mein Fehler. Maestro. Erstmal kacken. Warum du? Du kannst auch ja gerne draufklicken, ich gehe trotzdem kacken. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Du warst ja schon für uns beide. Ah, immer schön speichern, Kinder. Ja, und jetzt? Dürfen wir jetzt wieder raus, oder was? Ja, wir müssen, glaube ich, Stück für Stück durchgehen und den theoretisch suchen, weil er sich in einem dieser vielen Häuser verstecken könnte. Okay. Na, alright. Loading, 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 loading. Case 002. Oh boy. Wir lösen Fälle. Mhm. Wupp, wupp, wupp. Oh. Mann. Klick, klick, klick. Warte. Ach shit, ich war zu weit. Nicht klicken, wenn einer auf dem Feld ist. Das haben wir jetzt auch gelernt. Was? Warte. Wow. Und wieder zurück. Nee. Nee, warte. Ja, ja, ich hab's kapiert. Ja. So. Ich würde sagen, aber Vorsicht mit der Karte. Erst runterrennen. Ja, komm. Tschu. Interessantes Konzept. Ganz lustig so, ne? Was? Mal wieder runter. Ja, aber wohin müssen wir die drehen? Wir müssen. Komm mit runter. Da oben hat sich der Dings bewegt. Achso, wir sollen dann so. Schon wieder in dieses Haus. Okay. Ja, größer ist das gar nicht. Mehr ist das nicht. Oh, ja. Ich hab die Charaktere verwechselt. Oh, Tür geht zu. Okay. Hallo. Doppelgänger konnte jenen nicht vergeben, die durch das Netz der Gesellschaft fielen. Es gab einen Grasdealer auf Bewährung, der in diesem Haus lebte, aber er vertickte heimlich Drogen an Teenager. Um sicherzustellen, dass der Dealer nicht mehr Schaden anrichten kann, zerstückelte ihn Doppelgänger mit dem Korkenzieher. Okay. Dieser komische Freak, den wir gesehen haben. Naja. Oh, ich hab ein... Was ist das für ein Vieh? Ich hab irgendwas eingesammelt. Ein Chip? Ist das ein Chip? Geh du mal bei dir gucken. Ja. Was? Was Faute? Erzeugt einen Bereich, in dem Spieler Kraft regenerieren? Heilung! Oh, schick. Aber wie soll man das... Ist das ein A-Chip? Wie soll man das nennen? Sag einfach V-Chip. Es ist zwar kein V, weil das ein umgedrehtes A ist, aber ich wüsste nicht, wie man das sonst benennt. Dann ist das jetzt der Vita-Spell. So. Der kommt aber. Ja, das ist. So, der kommt dahin. Cool. Vita! Warte, geh nochmal in den Skill-Bildschirm. In den Level-Bildschirm. Ich glaube, du kannst. Nein, kann ich nicht. Fast. 1500, Digga, da fehlen 6 Punkte für. Nein, 46. Was? Nicht 6, sondern 46 Punkte.
Ja, gehen wir ganz raus. Wir haben 1454, 1500 werden benötigt. Das sind 46 Punkte. Nicht 6. Ja, 46. Ja, ja. Okay, alright. Und hier runter. Oder da runter. Beide runter. Überall runter. Diese Skills finde ich ganz cool. Und du? Boxtra! Die letzten Worte meines Großvaters! Die sagen, dass sie deine Freunde sind. Sind in der Regel die, die hinter deinem Rücken reden. Hüte dich vor solchen Leuten. Nun. Also immer nur Feinde haben, oder was? Was? Nein, aber die Leute, die dich offen beleidigen, das sind deine Freunde. Oh. Das ist ein Stück Scheiße. Cool. Nee, der ist noch dicht. Warte, warte, wir müssen alle Räume durchgehen. Hier oben ist jetzt frei. Bloomberg. Aha, okay. Komm, Banana. Cosmo-Banana. Ich hab den Originalnamen schon vergessen. Chocolate-Banana-Crab mit Karamell irgendwas. Shit, ja. Heftige Angriffe, Digga. Achso, wir gehen nochmal der Lade an. Hat sich das gerade auch so ein bisschen gebrutzelt? Ja. Wie scheiße, wie hat der Lager angehört? Hab den Typen durch die Wand geschossen. Letzte Tür. Ich will aufs Klo. Ich will aufs Klo. Okay, okay. Ich hab 10 Dosen Bier-Intos und war nicht einmal seitdem. Das darfst du nicht wegnehmen. Also, nee, wo ist das Klo? Hier war's nicht, ne? Ich sag's dir nicht. Oh, du Arsch. Links. Nochmal links. Da kannst du kacken gehen. Diese Erleichterung. Der ist so fertig, der Typ. Ist richtig fertig. So, sag mal, trägt der eine Brille? Nee, oder? Nein, er trägt nur so ein... Diese Maske, aber das ist ja gerade... Diese Maske, die deine Fresse zusammenhalten soll. Ja, jetzt kommen wir wieder raus. Auf zum nächsten. Ah, herrlich. Okay, Leute. Aber wir haben schon wieder... Ja, wir haben die Grenze. So ungefähr. Also, ihr könnt aber gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Wir sind raus für heute.